Heidi Klum, für ihr Neues zeigt sie viel Haut. Heidi Klum, 49, ziert das Cover der April-Ausgabe der griechischen Vogel. Es ist eine besondere Ausgabe. Denn die Vogel Greece feiert ihr viertes Jubiläum. Es ist ein gut gewählter Zeitpunkt. Denn Heidi wird in wenigen Monaten 50 und lässt im großen Interview ihre Karriere noch einmal Revue passieren. Auf dem neuesten Cover des Modemagazins zeigt sich Heidi von ihrer sinnlichen Seite. Auf den Bildern des Hochglanzmagazins ist das die 49-Jährige auf dem Boden vor einer Wand sitzen zu sehen. Als einzige Bekleidung dient ihr ein durchsichtiges Top und ein cremefarbener Rock, der nach oben gerutscht ist. Die Haare des Models sind streng nach hinten gebunden und das Make-up ist sehr neutral und natürlich gehalten. Auf dem zweiten Cover ist Heidi Klum mit einer beigefarbenen Jacke und einem passenden Slip zu sehen. Unter der Jacke ist das Model offensichtlich nackt. Auch hier ist das Make-up sehr natürlich gehalten. Die leicht gewellten Haare umspielen Klums Gesicht. Jippie, ich bekomme zwei Cover. Schreibt die 49-Jährige via Instagram zu den Bildern und bedankt sich bei dem Magazin. In dem dazugehörigen Artikel schwärmt Klum, die am 1. Juni ihren 50. Geburtstag feiert. Unter anderem von der Vielfalt, die sie in der Modelbranche sieht. Früher sahen alle Models gleich aus. Hatten die gleiche Größe, den gleichen schlanken Körper, die gleichen Haare. Erklärt sie. Heute sind viele verschiedene Typen vertreten. Für die deutsche Ausgabe der Modezeitschrift Vogue posierte Heidi Klum Ende 2020 zusammen mit Tochter Leni Klum, 18, für ein Covershooting, das den Startschuss von Lenis Karriere bedeutete. Verwendete Quellen: Vogue GR.